Herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Bei mir ist der nächste Tag angebrochen. Ihr seid immer noch im Gespräch mit Tufail. Und nun ist die Frage, wir müssen uns entscheiden, sagen wir ihm, dass sie tot sind, dass wir sie schon getötet haben und dafür kriegen wir jetzt nichts mehr, oder sagen wir, er kann nicht zahlen, also muss er die Konsequenzen tragen. Eigentlich war das unsere Aufgabe. Und das Kopfgeld können wir ja so oder so kassieren und die Reichtümer haben wir auch schon bekommen, also... Du kannst nicht zahlen, also trägst du die Konsequenzen. Aber ich werde nicht kampflos sterben. Das ist doch okay. Ich spieß dich auf! Es gibt einen Kampfmänner! Gib sie ihm! Der scheint stärker zu sein als der durchschnittliche Pöbel, dem er sonst so begegnet. Ja. Boah, kann man auf jeden Fall so sagen. Na komm. Okay, der hatte wirklich nicht viel. Hat sich also nicht wirklich gelohnt, aber... Aber trotzdem, die Entscheidung ist nun mal gefallen. Er ist jetzt tot. Damit ist unsere Aufgabe erledigt. Ich habe mich um Malir gekümmert. Ich verneige mich vor deiner Tapferkeit, Sohn der Gefahr. Nimm dieses Gold als Dank für deine Tat. Ich denke, da wird bald etwas passieren. Okay, 300 ist jetzt nicht so viel, ne? Jemand wird dafür bezahlen. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Tufail ist erledigt. Gib dir einen guten Rat. Das wird den anderen als Warnung dienen. Ich dachte, ich bekomme dafür noch was. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. Es ist doch immer dieselbe Geschichte. Das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung für mich. Leute, es gibt einen Kampf! Ja! Gut gemacht! Er wollte so. Ah, Teleportstein nach Braga, perfekt. Waffenbündel hat er auch noch. Ich glaube, ich lege mich jetzt mal wirklich hier in sein Bett. Habe ich mir verdient. Und schlafe bis zum nächsten Morgen. Dürfte ja immer noch da liegen. Da ist nichts mehr zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Den nächsten Kampf gewinne ich. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Okay. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja. Nein. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte. Lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zuben schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Was ist, wenn ich nicht darauf eingehe? Du kannst mir alle Knochen brechen. Ich habe kein Gold. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Mach hier keinen Ärger, klar? Müsste ich dann nicht vorher lernen? Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich.
Richte Nafale meine Grüße aus. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Wegen des Tributs? Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Ah, cool. Das könnte er mir also auch noch beibringen. Assassine-Kämpfer. Gab's hier nicht noch jemanden? Nee, ne? Das waren wirklich alle. Na gut. Ich weiß halt nicht, wenn ich jetzt mit Diego jagen gehe, ob ich das hätte irgendwie vorher noch lernen müssen. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Aber ich versuch's mal. Ohne das zu lernen und gegebenenfalls lade ich dann nochmal und gehe vorher lernen. Gehen wir jagen. Auf geht's! Dann müsste ich doch langsam mal irgendwo lernen, den Viechern die Sachen abzunehmen. Ich glaube, es ist in dem Spiel wieder sehr lohnenswert. Hier braucht man ja doch eine Menge Gold. Und vielleicht sollte ich mich da generell erstmal nach Kapdun teleportieren. Denn in Kapdun fällt mir sofort ein Jäger ein, der mir das sowieso schon mal beibringen wollte. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber das ist der Jäger, zu dem wir diesen einen geflüchteten Sklaven gebracht hat. Elendes Drecksvieh! Oh, da ist noch einer gewesen. Der ist mir gar nicht aufgefallen erst. Okay. Boah, noch mehr. Muss ich aber doch erstmal kurz was zu mir nehmen. Gut gemacht! Elendes Drecksvieh! Uiuiui, das war ja doch eine Menge. Kommt noch einer? Ne. Sind die gerade einfach so entstanden hier quasi, oder? Ich kann die Snapper schon riechen. Ah. Das ist hoffentlich nicht so schlimm. Okay, jetzt kommen sie alle. Das war ja ungefähr mein Ziel. Wir werden sie ja eh alle töten. Okay, und noch einer. Erstmal zumindest. Ich hasse die Viecher. Okay, bei denen kann ich die Haut abnehmen. Die Gegend hier ist gefährlich. Es würde mich nicht wundern, wenn sich hier irgendwo Nomaden verstecken.
Was hast du jetzt vor? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe keine großen Pläne. Ich dachte an sowas wie Jagen und Taschen füllen. Du bist derjenige, der weiß, was zu tun ist. Und wenn du mich brauchst, dann ziehen wir gemeinsam los. Oh, bring doch, mir was jetzt, über die Jagd ich bei. Ich lerne das jetzt mal. Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Dazu bist du noch nicht bereit. Was? Dazu bist du noch nicht bereit. Okay. Na gut. Dann lernen wir das eben doch nicht so schnell. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Nur weiter so. Aha. Okay, vielleicht kann ich jetzt bessere Schlösser knacken. Oder Feuerschutz. Dazu bist du noch nicht bereit. Da fehlen mir noch 10. Okay, dann machen wir das noch mit. Haben wir. Beim nächsten Mal können wir dann Feilschen lernen und mal schauen, was noch. Ah, das ist ja mal krass. Also, man braucht hier doch wahrscheinlich viele viele Lernpunkte. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wie viele heute der Luca haben möchte. Aber es ist interessant zu hören, dass es hier noch weitere von den Nomaden geben könnte. Also Selena hat sich jetzt natürlich auf die in der Höhle bezogen. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Okay, jetzt sind sie wieder über mir. Das macht sich gleich wieder viel besser. Haben wir alle erwischt. Bin gespannt, was für eine Rüstung er mir daraus macht. Ob die denn tatsächlich dann schon mir hilft. Und ob die vielleicht sogar besser ist als meine. Okay. Nee, hier komme ich nicht hoch. Aber ich bilde mir ein, diese Flagge hat bestimmt was auszusagen. Das Gefühl, hier in der Nähe könnten wirklich ein Lager der Nomaden sein. Oh, da ist jemand. Das sind zwei Leute. Drei. Ich reiß dir den Kopf ab! Nee, Räuber. Ich werde dir zeigen! Okay, zwei von den Räubern schon mal ausgeschaltet. Ich loote die noch schnell und dann gehe ich schon weiter suchen. Ich denke nicht, dass das die einzigen, also ich habe ja wie gesagt noch mindestens zwei mehr gesehen. Nur lassen sie sich wahrscheinlich schwer verfolgen, weil es sind ja doch steile Anstiege hier. Ah, da sind sie. Mal gucken. Hör sofort auf damit! Erwischt. Mist, ich hab nicht dran gedacht, dass. Da hab ich nicht gesehen, dass er hingefallen ist. Aber es sind eben doch nur wieder Räuber gewesen. Frage ist, wollten die gerade zu einem Lager der Räuber gehen oder sind diese Flaggen vielleicht nur Ausdruck, dass hier der Weg lang geht?
Okay, weiter brauche ich jetzt glaube ich erstmal nichts zu suchen. Ich gehe mal ein bisschen näher da an diese Gebirgswand, sag ich mal. Schau mal, vielleicht finden wir ja noch mal eine Höhle oder sowas. Bin mir nicht sicher, ob das, also auf welcher Entfernung das anfängt aufgelöst zu werden. Aber Diego hat nicht über Räuber gesprochen, er hat über Nomaden gesprochen und das muss ein Tipp gewesen sein. Oder nicht? Ach ja, hier ist ja ein bisschen Wasser. Müsste eigentlich schon längst verdunstet sein, wahrscheinlich. Also in Wirklichkeit meine ich. Hier unten, da kommt man ja schon zu der anderen Höhle. Ich denke nicht, dass die, wenn die Nomaden sich unterscheiden sollten von den Räubern, das nicht das gleiche ist, dann wird es wahrscheinlich, werden die sich wahrscheinlich nicht so nah aneinander aufgehalten haben. Ne, hier sind die toten Räuber. Dann will ich noch mal kurz da oben lang und dort rüber zu dem, zu der Flagge dort in der weiten Entfernung. Die seht ihr. Erstmal gehe ich oben lang und dann nochmal einmal unten an der Klippe. Ich will wissen, ob. Ich bin jetzt wirklich neugierig. Aber wenn ich hier gucke, kann man auch Ruf bei den Nomaden erhalten. Also. Denke ich, ist meine Idee nicht so weit hergeholt. Da oben ist noch ein Snapper. Zwei. Drei. Oh, jetzt kann ich den leider nicht mehr die Haut ab. Doch, jetzt. Was, hä? Das ist ja gerade zum ersten Mal gewesen, dass sich die Viecher nicht an den Standard-Loot halten, den sie eigentlich immer haben. Dass es überhaupt vorkommt. Königsdistel. Ist das ein Sandcrawler wahrscheinlich oder sowas? Sand. Was? Sandcrawler, ja. Oder Sandcrawler, ist ja egal. Ich habe mich gerade nur mal umgedreht, um zu gucken, ob hinter uns die anderen vielleicht doch noch mitfolgen. Na komm, einmal noch. Okay. Ich gehe jetzt nur mal ein kleines Stückchen hier oben hochschauen. Wenn ich da nichts finde, gehe ich unten noch mal an der Klippe lang. Okay, kann ich gleich hier lang gehen. Und weil das so eine schöne Abkürzung ist, gehe ich doch tatsächlich noch mal ein kleines Stück weiter. Aber ich sehe immer noch nichts, außer die Schakale da.
Ist das da drüben wieder so ein versteckter Eingang? Da will ich noch hin und dann gehe ich zurück. Besprochen. Ich glaube, ich nehme mir wirklich bald mal ein Wasser wieder in die Leiste rein. Da ist auf jeden Fall eine Höhle. Habe ich mir doch schon gedacht. Und da scheint doch jemand drin zu sein. Und die greifen mich nicht sofort an. Hallo? Nomade? Lass mich in Ruhe. Was willst du? Und Innos sprach zu dem ewigen Wanderer: Leg deinen Stab beiseite. Und an seiner Statt gab ihm Innos das Zepter. Und der ewige Wanderer wurde sein Diener. Mhm. Was gibt's denn hier noch zu sehen? Oh, was ist denn das? Ein Schwert. Habe ich gefunden, das ist jetzt meins. Das sah so groß aus. Oh Mist. Scheint aber trotzdem nur ein normales gewesen zu sein. Das heißt, er hat sich ja eh verraten, jetzt können wir auch Hallo sagen. Ist aber nur ein normaler Nomade. Okay. Eintopf, Armbrust. Nichts Besonderes, okay. Gehen wir mal hoch zu den anderen Nomaden. Und jemand muss ja mit Name dabei sein. Und ich habe den Verdacht, dass die Frau diese sogenannte Perle der Assassinen da irgendwie ist. Du begibst dich in gefährliche Gesellschaft, Reisender. Das ist nicht das erste Mal. Es gibt nur zwei Gründe, warum du hier bist. Ach ja? Entweder du willst meinen Kopf oder du willst dich uns anschließen. Sekunde. Gilt Asaru. Bist du etwa Asaru? Oh, tatsächlich. Was genau meinst du mit anschließen? Wir brauchen jemanden, der Zugang zu den Städten hat. Mit deiner Hilfe können wir unseren Kampf gegen die Assassinen vorbereiten. Dann werden wir Braga befreien. Gut. Arbeiten wir zusammen. Eine weise Entscheidung. Dann höre. Die Sippen der Nomaden haben den Pfad der Ruhe verlassen. Wir beschreiten nun den Weg des Kampfes. Einige Sippen sind dem Zorn Belias verfallen. Sie ziehen mordend und plündernd durchs Land und machen keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Nimm dich in Acht vor ihnen. Was habe ich zu tun? Bring Ayla zurück nach Braga. Naphalem wird sich bestimmt nach ihr sehnen. Das wird ihn unvorsichtig machen. Er wird glauben, dass wir tot sind. Bevor du gehst, sprich mit den anderen. Sie werden dir sagen, was noch zu tun ist. Mhm. Man kann mich im Kampf unterstützen. Dann hätten wir das mal ausprobieren können. Nur mal so, was brauche ich denn dafür? Dazu bist du noch nicht bereit. Jagdgeschick. Na klasse. Ja, du wartest noch mal kurz. Ich möchte vorher nochmal mit den anderen Nomaden hier sprechen, sofern denn jemand mit mir reden möchte. Okay, also zwei Namen habe ich jetzt gelesen zwischendurch. Einmal Aitos oder so. Wir werden Braga angreifen. Braga ist ein gutes Stück weg. Wenn wir angreifen, werden wir uns vorher im Ruinenfeld sammeln. Sorge dafür, dass die Ruinenfelder sicher sind. Ich will nicht, dass wir gegen Snapper oder Räuber kämpfen müssen und uns dadurch verraten. Kannst du mir etwas beibringen? Alles, was ich über die Jagd weiß, werde ich dich lehren. Okay, zeig mir deine Ware. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, wenn du es dir verdient hast. Nomadenkleidung. Vergiss es. Das Ding kriegst du erst, du bist in Ordnung. Die echt schlecht ist. Die hier ist aber etwas besser als unsere. Also, da in die Richtung könnte man gehen. Alles klar. So, du bist also unser neuer Mann. Sieht so aus.
Dann kriegen wir jetzt endlich die Chance, Braga zu befreien. Doch bevor wir angreifen, müssen wir noch ein paar Vorbereitungen treffen. Was brauchst du? Wir brauchen bessere Waffen. Besorge uns 3 Waffenbündel. Dann können wir es wagen. Vorher geht gar nichts. Okay, das denke ich, kriege ich hin. Woher bekomme ich 3 Waffenbündel? Der Händler Bernardo handelt mit Waffen. Wir wissen, dass er die verfeindeten Sippen heimlich beliefert. Vielleicht findest du was bei ihm. Was ist deine Aufgabe? Die Assassinen horten eine Menge Schätze in ihren Städten. Silber, Gold, bringe mir alles, was du findest. Ich mache dir einen guten Preis dafür. Was willst du mit dem Kram? Wir bringen es in ihre Städte zurück und verkaufen es ihnen wieder. Könnt ihr denn die Städte betreten? Ha! Kein Nomade kann eine Stadt der Assassinen betreten. Aber viele der Sklaven sind Nomaden. Sie schleusen das Zeug zurück in die Städte. Dort bezahlen die Händler nochmal für ihr eigenes Zeug. Wenn du wissen willst, wie du einen Händler richtig ausnimmst, kann ich dir ein paar Tricks zeigen. Naja, sobald ich ihn Level ab habe. Hier sind die Waffenbündel. Sehr gut. Damit können wir einen Angriff wagen. Sprich mit Asaru, wenn du bereit bist, Braga anzugreifen. Okay, wie viel... Ui, na, knapp 7000 brauchen wir noch. Okay, jetzt bringen wir erstmal die Eiler zurück. Ich bring dich weg. Gut. Und bis dahin. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.